Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lechtenberger. Ich bin an der WWU Münster als Dozent tätig und möchte jetzt einen kurzen Überblick darüber geben, was ich im vergangenen Sommersemester gemacht habe. Da habe ich eine Vorlesung komplett umgestellt auf die Nutzung von Open Educational Resources und habe dabei doch eine ganze Menge mehr arbeiten müssen, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Und die Ergebnisse dieser Arbeit werde ich eben hier präsentieren. Das jetzt soll nur so ein Teaser sein. Ausführlicher kann man sich das heute Nachmittag nochmal ab 14 Uhr im Science Track angucken. Da gibt es eine Langfassung. Die Folien dazu, die gibt es auch unter dem QR-Code, der hier gezeigt ist. Und der funktioniert dann eben auch wirklich im Vergleich zu dieser PDF-Datei, von der ich hier jetzt präsentiere. Das erkläre ich gleich nochmal. Gut, von welchen Anforderungen bin ich ausgegangen? Welches Umfeld habe ich vorgefunden? Es ist erstmal so, dass bei uns in meiner Umgebung OER eigentlich kein Thema ist. Vorlesungen sind typischerweise Frontalveranstaltungen und es ist so, dass bei mir es so war, bei der Vorlesung, um die es hier geht, Betriebssysteme, ich einen Foliensatz verwendet habe von einem Verlag zu einem abgeschlossenen Lehrbuch. Ich habe diesen Foliensatz über die Jahre immer weiter verbessert, angereichert und es ist klar, damit geht man in die Sackgasse, kommt in den Teufelskreis raus, erstellt wunderbare Materialien, kann die aber niemals irgendwem zur Verfügung stellen. Also der einzige Weg, der da rausführen kann, ist alles neu machen. Ja. So ist es, dann muss man sich eben die Lizenzfrage stellen, das will ich hier einfach kurz fassen, CC-Lizenz wählen und dann ist es einfach. Ganz so einfach ist im Detail nicht gewesen, auch dazu mehr heute Nachmittag. Aus technischer Sicht gibt es dann auch eine ganze Menge Dinge, über die man nachdenken kann. Es gibt das sogenannte ALMS-Framework, das einem ein paar technische Kriterien an die Hand legt, welche Art von Werkzeugen und Quellmaterialien besser geeignet sind als andere. Insbesondere werde ich nachher ausführlicher darstellen, warum ich glaube, dass freie Software wirklich wichtig ist und auch sagen, was man verliert, wenn man keine freie Software einsetzt. Hier möchte ich jetzt nur kurz darauf hinweisen, dass eben beispielsweise diese PDF-Datei, die ich gerade präsentiere, CC-lizenziert ist, aber eben völlig nutzlos ist. Ja, also wenn man die nachher von Servern runterladen kann, sind einfach Screenshots aus der echten HTML-Präsentation, die ich eben heute Nachmittag präsentieren werde und insofern zur Weiternutzung überhaupt gar nicht geeignet. Ja, also nur die Lizenz allein ist es nicht. Man muss sich schon eine ganze Menge mehr Gedanken machen. Dann war es bei mir so, dass ich auch den Vorlesungsmodus umgestellt habe. Es ging um Selbststudium im Ansatz Just-in-Time-Teaching. Das ist so ähnlich wie Flipped Classroom. Und dafür wollte ich nicht auf Videos setzen, weil ich die persönlich zum Lernen nicht so geeignet finde, sondern stattdessen vertonte Präsentationen benutzen. Es sollte so sein, dass man eben zum einen die Präsentation, dass ich die erstellen kann mit freier Software, aber auch, dass man sich die mit freier Software mobil und auch offline angucken kann. Und da habe ich dann auch schon nichts mehr gefunden, was wirklich meinen Anforderungen wirklich voll entsprochen hat. Ich wollte auch Trennung von Inhalt und Layout haben und die Möglichkeit haben, dass man einfach hinterher gemeinsam an solchen Materialien wirklich arbeiten kann. Gut, da gab es erstmal nichts. Also ich wäre dankbar für Hinweise, falls das vielleicht doch ein bisschen anders sein soll. Ich behaupte einfach mal, unter diesen Anforderungen habe ich nichts Geeignetes gefunden. Was habe ich jetzt gemacht? Zum einen habe ich, wie gesagt, der Ausgangspunkt war ein abgeschlossenes Lehrbuch. Ich habe dann gesucht und habe auch auf GitHub ein offenes Lehrbuch gefunden, das sehr große Überschneidungen mit meinen eigenen Inhalten hatte. Vor Semesterbeginn habe ich Änderungsvorschläge auf GitHub eingebracht, die auch angenommen worden sind und vor Semesterbeginn zu einer Neuauflage geführt haben. Das war schon mal eine super Erfahrung, ja, so als Dozent eben an einem anderen Buch einfach so mitzuarbeiten und eine Neuauflage direkt zum Start für die eigenen Ansprüche zu erhalten. Ja, also das geht nur mit OER, das alleine lohnt sich schon. Dann habe ich eine eigene Software entwickelt, Emacs Reveal heißt die und da geht es eben genau darum, Präsentationen mit freier Software zu erstellen, die man sich dann eben auf allen möglichen Plattformen eben auch wieder mit freier Software anschauen kann. Diese Plattform habe ich dann eben genutzt, um die Vorlesungsmaterialien eben fürs Selbststudium komplett neu aufzubereiten. Dazu gibt es nochmal später heute Nachmittag im Infrastruktur-Track weitere Details, was ich da genau gemacht habe und wie man sich das so ungefähr vorstellen muss. Und mein Fazit hier für diesen Kurzüberblick ist, einfach mal ausprobieren, nur Mut, das lohnt sich auf jeden Fall. Die Materialien stehen sämtlich im Quelltext auf GitLab zur Verfügung, also GitLab/OER ist ein Projekt, das ich da angelegt habe. Wer da mitmachen möchte, ist herzlich willkommen, schreibt mir kurz eine Mail, dann kriegen wir das auch gemeinsam hin. Vielen Dank.